Ist schon verrückt. Nachdem, was alles passiert ist, ja, was nicht passiert ist, habe ich das Gefühl, dass mir jetzt alles offen steht. Ich kann machen, was ich will. Und was ist alles, was du willst? Na, was wohl? Musik. Und ich sehe es schon genau vor mir. Du kommst auf die Bühne und fängst an zu singen und hast dabei nichts an. Ja, außer deiner Gitarre natürlich. Ach, ey. Nur in deinen schmutzigen Träumen. Estadio Olimpico Caracas. 200.000 Zuschauer, 100 Meter Bühne. Und nach der Veranstaltung werde ich sagen zu meinen Leuten, hey, komm mal mit Backstage. Und die Kleine da hinten, die kenne ich. So, das reicht jetzt. Mehr Infos brauchen wir nicht. Vor so vielen Leuten, das würde ich mich gar nicht trauen. Ich mich auch nicht. Timo, was ist mit dir? Was willst du jetzt am liebsten machen? Was ist dein Traum? Hallo, ich kann keine Gedanken lesen. Heiraten. Der Typ wird nichts zu lachen haben bei einer Frau wie dir. Ich frag dich noch mal in einem Jahr, wenn ich Kimberly Sanchez heiße. Nee. Wir reden hier von einem Riesenbatzen Geld. Meine Eltern waren nie wirklich davon begeistert, dass ich Pilot werden will. Aber sie würden es akzeptieren. Außerdem kann ja nicht jeder Arzt werden. Ja, aber nachdem, was ich mir in den letzten Tagen geleistet habe, weiß nicht, ob das gerade der perfekte Moment ist, um nach Kohle zu fragen. Dann bleibt dir nur noch die Bundeswehr. Oh, super. Da muss ich mich mindestens 5 Jahre verpflichten. Und wenn ich dann noch Glück habe, dann bombardiere ich irgendwelche kleinen Wüstendörfer. Wieso, wenn du Glück hast, dann darfst du doch Hilfsgüter über gefährdeten Regionen abwerfen. Nahrungsmittel, Brot, Medikamente, sowas macht die Bundeswehr doch auch, oder? Außerdem habe ich gehört, dass Frauen total auf Kampfpiloten abfahren. Das ist eine geile Geschichte. Ich habe mal einen kennengelernt, der hatte nur die Pilotenjacke und hat sie alle bekommen. Der wusste nicht mal, wie ein Flugzeug aussieht. Ja. Sowas interessiert Timo nicht. Ach du, ich könnte mir schon vorstellen, dass Passagierflugzeuge sind vollkommen in Ordnung. Ja, ist auch gut. Denn ich habe gehört, dass Piloten bei solchen Airlines die Stewardessen flachlegen dürfen. Das ist bei dem vertraglich festgelegt. Wie geil ist das denn? Wer hat dir denn den Quatsch erzählt? Na, der Typ mit der Pilotenjacke. Ich habe doch gesagt, der kennt sich aus. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach eine Pilotenjacke. Alles andere kann ich mir aus dem Kopf schlagen. Jeder kann singen, jeder kann Gitarre spielen. Und jeder glaubt, er gehört auf die Bühne. Also, wenn ich singen könnte, dann würde ich auch Rockstar werden. Das ist doch das Coolste, was es gibt. Hier? Aber dann müsste auch jemand meine Platten kaufen. Ich hab einfach Schiss, dass die Leute nicht mögen, was ich mache. Das weißt du erst, wenn sie dich ausbuhen. Toll, danke. Wenn du es nicht machst, dann kannst du es auch nicht wissen. Lass mal gut sein. Ich krieg ja schon Schiss, wenn ich nur für die Schule ein Referat vorbereiten muss. Ich komm schon klar. Außerdem ist es viel bescheuerter, dass Timo kein Geld hat für seine Pilotenausbildung. Ja, wenn du auf der Bühne singen würdest, dann könntest du das bestimmt für ihn verdienen. Lass mal. Muss es auch einen anderen Weg geben. Weißt du, ich glaube, Leonie, die braucht einfach nur so einen kleinen Schubs. Wenn sie merkt, dass den Leuten ihre Musik gefällt, dann traut sie sich auf die Bühne. Und was ist, wenn es den Leuten nicht gefällt? Dann singt sie nie wieder einen Ton. Was soll denn das jetzt? Vergiss, es ist einfach nicht mein Tag heute. Weil Kim dich in einem Jahr vor den Altar schleifen will? Hm? Quatsch, weil du die ganze Zeit rumlamentierst. Ich verstehe nicht, wo dein Problem ist. Du kannst jederzeit einen Ausbildungskredit aufnehmen. Und Leonie muss sich nur mal zusammenreißen, dann kriegst du auch ihr Lampenfieber in den Griff. Und dann könnt ihr beide schön das machen, was ihr wollt. Hä? Aber das kannst du genauso machen. Ja. Du kannst genauso gut Koch werden und dein eigenes Restaurant eröffnen. Wo ist denn da das Problem? Ja, klar, stimmt, habe ich ganz vergessen. Und dieses Restaurant nenne ich dann Gasthaus zum illegalen Einwanderer. Denk doch mal mit, verdammt! Daran habe ich nicht gedacht. Weißt du, in Venezuela, da gibt es ein Sprichwort für große Menschen, die haben kalte Hände. Was soll das heißen? Nee, das geht auch anders. Das geht
kleine Menschen haben kalte Füße. Nee, Leute mit kalten Füßen haben ein kleines Herz. Menschen mit kleinen Füßen haben kalte Herzen. Wer kein Herz hat, sollte lieber zwei Füße haben. Ja, irgendwie so. Was soll das Sprichwort wenigstens bedeuten? Das heißt so viel wie, du kannst nicht immer das bekommen, was du willst. Halt ein bisschen poetischer, aber vom Kern. Gut, also ich mach mich mal vom Acker, ja? Kann mir von euch jemand erklären, weshalb man hier so dringend erscheinen muss? Mensch, Opa, weil ihr heute richtig der Bär steppt. Oh, bin ich aber gespannt. Ja. Na? Oh, hier ist ja richtig was los. Ja, ist ja auch kein Wunder bei dem Programm heute, oder? Heute spielt eine junge Künstlerin, die ihren Song das erste Mal live auf der Bühne präsentiert. Echt? Ja. Wie krass. Ja, ist schon verrückt. Weil wir doch gerade heute davon gesprochen haben, dass das eigentlich dein großer Traum ist, oder? Und wann geht's los? Naja, sobald die Künstlerin dafür bereit ist. Ah, du! Ich? Tja. Dein Abend, dein Publikum. Nee, das kann ich nicht. Jo, jetzt bleib doch mal hier. Na klar kannst du das. Und woher weißt du das? Weil, naja, ich kann auch alles. Ich kann alles seitdem wir zusammen sind. Mensch, Leo, du schaffst das, okay? Jetzt entspann dich. Tief einatmen, ausatmen. Okay. Ich sitze da hinten, okay? Los. Hi. Ein Song, den habe ich für einen ganz besonderen Menschen geschrieben. Ich habe vor einer halben Stunde meine Bewerbung für die Pilotenausbildung abgeschickt. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, wenn ich mich hier rumtreibe. Du treibst dich hier nicht rum. Du bist mein Gast. Oder besser gesagt, wir sind deine Gäste. Guten Abend, Evaristo. Emilio. Gut. Du willst kochen. Ich glaube, du findest hier alles, was du brauchst. Trockengereiftes Husumer Weidenrind. Das ist noch nicht euer Ernst. Wie geil ist das denn? Also, ich habe schon ein bisschen Hunger.
Das ist der Oberhammer. Wenn Sie erlauben, möchte ich mich den Worten von Fräulein Kim anschließen. Das ist der Ober-Oberhammer. Oh. Könnte ich Sie vielleicht um das Rezept für die Soße bitten? Ich würde Sie so gerne unserer Köchin empfehlen. Lo siento, no es posible. Das ist nach einem Familienrezept. Ah, so ein Familiengeheimnis hatten wir auch mal. Mein Vater hat mir bis heute nicht verraten, was er in seinen Schlabberkappes getan hat. Aber verdammt war der lecker. Schlabberkappes? Wo kommen Sie denn her? Pastor Broxel. Nun denn, genug geplaudert. Es bleibt mir nur noch zu hoffen übrig, dass Sie in Zukunft des Öfteren hier kochen werden. Lassen Sie mal, das mache ich später. Nun dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank für das vorzügliche Mahl. Fräulein Kim, Olivio. Du sag mal, was ist ein Schwabbelbabbels? Schlaferkabbels. Das willst du nicht wissen. Das kann sein. Aber an den Kraus könnte ich mich langsam echt gewöhnen. Und ich könnte mich daran gewöhnen, von dir bekocht zu werden. Das mit der Salsa, ist das eigentlich wirklich ein Familienrezept oder? Das ist ein Rezept von meiner Großmutter. Und ich habe echt lange ausprobiert, bis ich es hingekriegt habe. Und heute war es das erste Mal. Woran lag's? Vielleicht in der charmanten Gesellschaft. Und damit meinte ich nicht den Butler. Oder einfach an den Zutaten. Und genau das ist der Grund, warum ich Koch werden wollte. Es gibt nichts Besseres, als in zufriedene und satte Gesichter zu sehen. Oh.